Grüß Gott, meine Damen und Herren. Danke für Ihr Interesse an diesem Thema. Kann wer sagen, warum man sich für dieses Thema interessiert hat? Kommunikation ist wichtig. Ich bin genau Ihrer Meinung. Kommunikation spielt eine ganz zentrale Rolle eigentlich, dass Beziehung gelingt oder nicht gelingt. Ich sage Ihnen auch, warum ich auf dieses Thema komme. Seit 2006 habe ich im Klinikum Welskirchen ein Department für Psychosomatik aufgebaut. Und da sehen Sie das gegenwärtige Team und das Angebot, das wir Ihnen bringen. Und das ist deswegen, weil wir uns mit psychosomatischen Erkrankungen vorstellen. Psychosomatische Erkrankungen sind Erkrankungen, wo ein enger Zusammenhang zwischen seelischem und körperlichem besteht. Und da weiß man, dass Beziehungen eine zentrale Rolle spielen, wenn dass dieser Krankheitsprozess überhaupt in die Wege geleitet wird, nämlich einerseits Beziehung zu anderen, aber auch Beziehung, die ich zu mir selbst habe. In Beziehungen werden Gefühle in uns ausgelöst, und wenn diese Gefühle jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr die Schwelle unseres Bewusstseins aus unserer Seele das Bewusstsein erreichen, dann erreichen nur mehr noch die Begleiterscheinungen der Gefühle, nämlich körperliche Symptome, diese Oberfläche, und werden dort störend erlebt. Aus dem Grund bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen, weil wir haben mit vielen Patienten zu tun, die ihre eigenen Gefühle nicht mehr adäquat wahrnehmen, weil seelische Verletzungen das verhindern. Es ist ein Schutzmechanismus, sich abzuschirmen gegen die eigene Gefühlswelt. Und das heißt, das war jetzt meine Antwort auf die Frage, wie ich zu diesem Thema komme. Das heißt, seelische Gewalt führt zu seelischen Verletzungen, und eine gewaltfreie Kommunikation hilft, solche seelischen Verletzungen zu verhindern. Vor den 60er Jahren hat sich der Herr Rosenberg, das war ein Schüler von jemandem, der eine eigene Psychotherapie-Richtung begründet hat, hat sich mit diesem Thema beschäftigt und hat Schritte entwickelt, die man jemandem mitteilen kann. Wie kann ich Kommunikation gestalten, dass ich beim anderen keine Verletzungen auslöse? Rosenberg versteht den Begriff gewaltfrei, so wie der Gandhi. Und zwar, er schreibt: Wenn unser einfühlendes Wesen sich wieder entfaltet, und das passiert dann, wenn die Gewalt in unserem Herzen nachlässt. Fragen Sie sich mal selbst, ob diese drei Thesen, die der Rosenberg aufstellt, ob Sie die unterschreiben können. Alles, was ein Mensch tut, ist ein Versuch, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Passt es? Ja? Alles, was ein Mensch tut, zu dem Zweck. Erfüllung von Bedürfnissen in der Gemeinschaft gelingt besser durch Zusammenarbeit als durch Konkurrenz. Okay? Und der dritte, das ist vielleicht der kritische Punkt, wo ich Sie frage: Menschen tragen von Natur aus gerne zum Wohlergehen anderer Menschen bei, wenn sie das freiwillig entscheiden können. Stimmt das? Okay, wenn sie freiwillig, das ist rot geschrieben, ja, wenn sie das freiwillig machen können. Wir leben in einer Gesellschaft, wo sehr viele Forderungen gestellt werden, wo wenig Freiwilligkeit diesbezüglich herrscht. Und das wären jetzt sozusagen die vier Schritte, die Sie beachten könnten, wenn Sie mit Ihrem Kommunikationspartner oder Partnerin in dieser Art und Weise in Beziehung treten wollen. Nämlich beobachten statt bewerten, mitteilen, mein Gefühl mitteilen, anstatt meine Interpretationen, die ich mache über den anderen, mein dahinterstehendes Bedürfnis mitzuteilen, das hinter meinen Gefühlen liegt, anstatt eine ganz bestimmte Strategie, mit der ich meine Gefühle, meine Bedürfnisse beantworten möchte. Und zum Schluss
eine Bitte an den anderen und keine Forderung. Schauen wir uns das Erste an. Ich teile jemand anderen eine Beobachtung mit von einer bestimmten Situation zwischen uns, ohne sie zu bewerten. Nämlich bewerten, da steckt immer gleich die Gefahr drin, dass der andere sich dann kritisiert fühlt. Ja? Und Bewertung muss ich manchmal schon machen, aber dann sollte sie möglichst konkret und keine Verallgemeinerung sein. Jede Verallgemeinerung ist tödliche Verurteilung, Gesamtverurteilung. Folgende Beispiele. Was ist deine Beobachtung oder was ist deine Bewertung? Du hast dich wegen rein gar nichts unnötig aufgeregt. Beobachtung oder Bewertung? Bewertung. Die Müllabfuhr ist gestern nicht gekommen. Beobachtung oder Bewertung? Beobachtung. Du lässt dein Tablett nach dem Essen immer am Tisch stehen. Beobachtung oder Bewertung? Daher Beobachtung? Beobachtung? Ja, Bewertung. Warum Bewertung? Immer, genau, da haben wir diese Verallgemeinerung. Weiß nicht, ob der wirklich Strichliste geführt hat über die letzten 3 Jahre, ob das wirklich immer der Fall war. Ja? Werner Faymann wurde mit nur 83% wieder zum Parteiobmann gewählt. Beobachtung oder Bewertung? Bewertung. Da stecken 3 Buchstaben drinnen. Das nur ist eine Bewertung. Im Garten sind 3 neue Wühlmaushaufen dazugekommen. Beobachtung oder Bewertung? Beobachtung. Also wenn man jetzt schaut, echte Beobachtung ist nur die Sache mit der Müllabfuhr und mit dem Wühlmaushaufen. Alles andere hat sich eine Bewertung wie rein gar nichts, unnötig, immer und nur hineingeschlichen. Passiert uns im Alltag sehr oft. Wir kommen zum Zweiten. Ich teile dem anderen mein Gefühl mit, auf was aufgrund meiner Beobachtung aufgetreten ist. Gefühle sind ja eigentlich Mitteilungen unserer Seele. Und zwar, ob die seelische Bedürfnislage befriedigt ist oder nicht. Wenn die Bedürfnislage in der Seele gut erfüllt ist, dann kommen gute Gefühle, sogenannte. Wenn die schlecht erfüllt ist, dann haben wir sogenannte schlechte Gefühle. Gefühle sind ein wichtiges Ausdrucksmittel, aber auch um uns anderen mitzuteilen. Wenn der wissen möchte, wie es mir geht, muss ich dem meine Gefühlslage mitteilen. Das tun wir ja auch in der Regel, wenn wir jemand anderen fragen, wie geht's da? Aber nicht immer kommt da eine Antwort, die unsere Gefühlslage widerspiegelt. Oder der andere will es gar nicht hören. Die Engländer sagen immer noch, how do you do? Wie geht's da? Und der andere sagt da, how do you do? Und dann geht man weiter zur Tagesordnung. Wenn ich also einen reichen Gefühlswortschatz habe, kann ich mich dem anderen besser mitteilen. Und da ist wichtig zu unterscheiden jetzt zwischen meinem Gefühl und Gedanken, die ich mir mache, wie ich was interpretiere. Schauen wir mal. Was ist ein echtes Gefühl, so wie auch Kinder sie haben, die einfach in uns entstehen, ohne dass man jetzt den Kopf dazu schaltet, Überlegungen macht. Ich habe das Gefühl, du liebst mich nicht. Ist das ein Gefühl oder ist das so eine Interpretation? Interpretation höre ich da, genau. Ich bin traurig, dass du gehst. Gefühl? Gefühl? Ja, das ist ein Gefühl. Ich bekomme Angst, wenn du das sagst. Gefühl oder? Ja, das ist ein Gefühl. Ja? Wenn du mich nicht grüßt, fühle ich mich vernachlässigt. Gefühl oder Interpretation? Gefühl oder Interpretation? Das ist eine Interpretation, genau. Also es gibt 1000 Gründe, warum mich jemand nicht grüßt. Ja? Dass ich ihm gleichgültig bin, ist nur eine einzige Möglichkeit. Und das ist meine Interpretation jetzt, dass ich glaube, der mag mich nicht, weil er mich nicht gegrüßt hat. Ich freue mich, dass du kommen kannst. Das ist ein Gefühl, ja. Ich fühle mich von dir ignoriert. Bitte?
das ist wiederum eine Interpretation des Verhaltens des anderen. Merken Sie, das ist gar nicht so leicht auseinanderzuhalten und wir mögen es normalerweise nicht gerne vom anderen interpretiert zu werden. Was wir aber in der Regel gut annehmen können, ist, wenn jemand uns sagt, wie es ihm geht. Denn das kann ich ja nicht steuern. Ein Gefühl entsteht in mir, wie es entsteht. Ist nur eine Mitteilung meiner seelischen Bedürfnislage an mich. Und die kann ich auch den anderen weitergeben. Also noch einmal, ich bekomme Angst, ist ein Gefühl. Ich fühle mich von dir ignoriert, ist eine Bewertung. Vernachlässigung ist eine Bewertung. Und wenn du mich, ich habe das Gefühl, du liebst mich nicht, ist auch eine Bewertung. Alles andere sind Gefühle, traurig und freue ich mich. Also es gibt viele, viele verschiedene Nuancen von Gefühlen, aber dass Gefühle, so wie sie auch bei einem Kind entstehen, ohne Interpretation, sind nur wenige davon, nämlich ängstlich, glücklich, verletzt, erfreut oder wütend. Aber Sie sehen, wir haben ein ganz breites Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten unserer Gefühle. Also Mitteilung meines Bedürfnisses und nicht meiner Strategie. Was ist denn eine Strategie im Gegensatz zu einem Bedürfnis? Ein Bedürfnis ist eigentlich was Abstraktes. Es ist auch nicht daran geknüpft, dass ich eine bestimmte Strategie verwenden muss, um mein Bedürfnis zu erfüllen. Ich denke jetzt an meine Katze. Die Katze hat eine bestimmte Strategie, um mir ihr Bedürfnis, dass sie was zum Essen haben möchte, mitzuteilen. Sie macht das ausgesprochen deutlich für mich, indem, wann immer ich in eine Richtung gehe, die nicht zu ihrem Futternapf führt, dann stellt sie sich quer, sodass ich drüber falle. Also sie hat eine sehr gute Strategie, mir mitzuteilen, was sie braucht. Ja? Ich merke, dass es Menschen oft viel schwerer fällt, ihre Bedürfnisse den anderen mitzuteilen. Eine Strategie ist immer eine ganz konkrete Verhaltensweise, um ein Bedürfnis zu erfüllen. Zum Beispiel, die Person sagt A, ich habe das Bedürfnis, dich zu küssen. Ist das ein Bedürfnis oder ist das eine Strategie? Wer ist für Bedürfnis? Hand hoch. Okay. Wer ist für Strategie? Ah, das ist jetzt die Mehrheit und ich schließe mich der Mehrheit an. Person B sagt dann drauf, ich aber nicht, ich habe nicht das Bedürfnis. Jetzt könnten wir uns fragen, was ist denn möglicherweise das Bedürfnis hinter dieser Strategie mit dem Küssen wollen? Was könnte das Bedürfnis sein? Bitte? Bedürfnis nach Zärtlichkeit, Bedürfnis nach Nähe. Genau, das wäre das Bedürfnis. Also wenn ich das weiß und die Person B möchte nicht auf diese Strategie einsteigen, gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, das Bedürfnis zu erfüllen, aber halt nicht über diese Strategie. Das gibt mir mehr Möglichkeiten. Also Person A sagt, ich müsste eigentlich sagen, ich habe ein Bedürfnis nach Nähe, nach Zärtlichkeit. Und dann kann man einen Weg finden, der geeignet ist, um das zu beantworten. Ich komme zum Letzten. Eine Bitte statt einer Forderung, dem anderen mitzuteilen. Was ist der Unterschied zwischen Bitte und Forderung? Forderung hat was Bestimmendes, genau. Da steckt immer so ein Stück Gewalt mit drinnen. Die Bitte ist eigentlich gewaltfrei und ich frage, wie sollte denn eine Bitte sein, damit beim anderen jetzt auch die Bereitschaft entsteht, auf dieses Bedürfnis, das wir ihm mitteilen, zu antworten. Und da hat sich gezeigt, die Bitte sollte in einer positiven Sprache formuliert sein. Sie sollte möglichst konkret sein. Und
auf die Gegenwart bezogen. Also könnten wir uns irgendwann wieder mal treffen, ist eine Bitte, die wahrscheinlich nicht zu einem konkreten Ergebnis führen wird. Hättest du nächsten Dienstag Zeit, dass wir uns nach 19 Uhr treffen, hat er schon viel mehr Chancen, also möglichst konkret. Und die Frau zum Beispiel sagt, bitte verbringe nicht so viel Zeit in der Arbeit. Das wäre eine negativ formulierte Bitte. Dann sagt der Mann, na gut, dann gehe ich jetzt zweimal in der Woche am Abend eben Squash spielen. Ja? Ob damit ihre Bitte erfüllt wäre, was sie möchte, ist die Frage. Eine Bitte sollte positiv formuliert sein. Also bitte verbringe mindestens einen Abend in der Woche bei mir zu Hause. Und dann kann der andere nachdenken, ob ihm das möglich ist, ob er dazu bereit ist. Also bitte sollte konkret und eine ganz praktische Verhalten dem anderen anbieten. Da können wir drüber gehen. Positive Sprache, konkret, Gegenwart, kurz gesagt, möglichst handfest, prägnant, dass der andere sie nehmen kann. Wann weiß ich denn, dass eine als Bitte formuliertes Anliegen eigentlich als eine Forderung gedacht ist? Wenn sie bestimmend ist? Ja? Woran kann man denn erkennen, dass es dann eigentlich bestimmend war und nicht? Bitte? Am Tonfall zum Beispiel, genau, der Ton macht die Musik. Ich kann zwar ein Bitte einflechten und kann sagen, könntest du bitte gefälligst den Mülleimer runtertragen oder so, habe ich BMW bitte gesagt, ja. Aber das war ganz klar, das war eine Forderung. Das mit dem Müll da, wenn die Person A sagt, könntest du den Müll runtertragen und die Person B sagt, habe keine Zeit, ich muss gleich weg, kann es passieren, dass die Person A sagt, das ist ja wieder mal typisch, deine Sachen sind dir wichtiger als der Haushalt. Also wenn die Person A dann so reagiert, ist klar, das war keine echte Bitte, das war eigentlich eine Forderung, ja, als Bitte formuliert. Jetzt kommen wir zu dem Schwierigen. Was tue ich dann, wenn jemand mir gegenüber gewaltsam auftritt? Ja, das heißt, wenn der mir etwas vorwirft, dann setzt er mich eigentlich auf die Anklagebank. Er begegnet mir eigentlich gewaltsam. Jemanden vor Gericht ziehen ist ein Gewaltakt. Was mache ich dann, wenn mir das passiert? Und da hat sich der Rosenberg auch den Kopf darüber zerbrochen und er hat festgestellt, dass wir Menschen zwei Paar Ohren zur Verfügung haben, die wir aufsetzen können. Das eine Paar Ohren sind die Schuldohren und das andere Paar Ohren sind die Verständnisohren oder Bedürfnisohren. Wenn ich meine Schuldohren aufsetze, dann kann ich meine Schuldohren auf mich selber richten oder auf den anderen richten. Und wenn ich es auf mich selber richte und ich bekomme einen Vorwurf, dann fühle ich mich schuldig. Dann schäme ich mich und jedenfalls ein schlechtes Gefühl. Wenn ich es auf den anderen richte, dann werde ich vielleicht ärgerlich. Wenn ich aber meine Verständnisohren aufsetze und sie auf den anderen richte, kann ich mich fragen, was ist denn sein Bedürfnis hinter seiner Anklage? Was braucht er denn, warum er so redet mit mir? Und das Gleiche könnte ich mich bei mir selbst fragen, was brauche ich? Also der Rosenberg sagt, die Schuldohren sind schlechter als die Bedürfnisohren in der Kommunikation. Zum Beispiel der Vorwurf, du hörst mir nie zu. Ja, das ist ein Verallgemeinerung, haben wir das gesagt, ja, so eine Verallgemeinerung, nie zu. Wie gehe ich jetzt damit um, wenn jemand so mich anredet? Da könnte ich jetzt meine Schuldohren aufsetzen und sie auf den anderen richten und dann sehe ich, das Problem ist auf der anderen, so, da redet der Richtige, du hörst ja selber nie zu. Und schwupp ist der Ringkampf eröffnet. Ich könnte die Schultern auf mich selbst richten und könnte sagen, ja, du hast recht, ich hätte besser zuhören müssen. Kann ja auch mal stimmen, dass das so ist. Ja?
aber ja, muss ich nicht tun. Ich könnte meine Bedürfnisohren aufsetzen. Wenn ich meine Bedürfnisohren auf den anderen richte, könnte ich mir die Frage stellen, bist du frustriert, weil du gern gehört werden möchtest? Plötzlich wäre da ein Dialog möglich und der andere kann über seine Gefühle reden. Gefühle ins Spiel bewusst bringen ist ein wichtiges Kommunikationsmittel, dass Beziehung gelingen kann. Ich kann meine Verständnisohren aber auch auf mich selbst richten und sagen, da wären wir jetzt bei dem, was wir vorhin gelernt haben. Ja? Wenn du mir sagst, dass ich dir nie zuhöre, so verletzt mich das. Ja? Zuerst Beobachtung, wenn du mir sagst, dass ich dir nie zuhöre, löst das bei mir ein Gefühl von Verletzung aus. Ich glaube nämlich, dass ich mich bemühe, dir zuzuhören, doch du scheinst das nicht zu bemerken. Gibt eine ganz andere Basis, wie man weiterreden kann, als wenn ich sage, da redet ja der Richtige, oder? Also, Bedürfnisohren sind besser als Schuldohren. Das wollte ich gesagt haben. Das heißt, es geht immer darum, auf die dahinterliegenden Gefühle zu achten, warum jemand so etwas sagt oder tut, wie er es tut, und die Bedürfnisse, die letztlich hinter den Gefühlen stehen. Noch ein Beispiel. Schmutzige Socken auf dem Wohnzimmerboden. Kommt bei Ihnen wahrscheinlich überhaupt nicht vor, darum habe ich so ein abstraktes Beispiel gewählt. Also angenommen, es würde Sie stören, dass jemand schmutzige Socken am Wohnzimmerboden liegen lässt. Wie könnte ich das mitteilen? Beobachtung? Was könnte ich sagen? Was könnte ich sagen? Deine schmutzigen Socken liegen auf dem Boden. Oder wenn ich deine schmutzigen Socken auf dem Wohnzimmerboden liegen sehe, dann Gefühl? Ich weiß, Sie erleben das nicht. Darum tun Sie sich jetzt sehr schwer, dass Sie da Ihr Gefühl ansprechen. Also nehmen wir das Gefühl, was diese Dame da gehabt hat, die sagt, ich bin echt sauer. Kann man sagen. Das Bedürfnis dahinter? Bitte? Bedürfnis nach Sauberkeit, genau. Mir ist Ordnung in der Wohnung wichtig, damit ich mich wohlfühlen kann. Ja? Und bitte? Bitte räum es weg oder nur konkreter, könntest du die Socken direkt in den Wäschekorb legen. Ja? Also nochmal zusammengefasst, was ich beobachte, teile ich mit, wie es mir dabei geht, teile ich mit, was ich brauche, teile ich mit und schließlich und endlich als Bitte formuliert, was ich glaube, dass der andere beitragen könnte, um mein Bedürfnis zu erfüllen. Ich fasse zusammen. Menschen haben Bedürfnisse, körperlicher und seelischer Art, und Zusammenarbeit in der Gemeinschaft hilft besser, Bedürfnisse zu erfüllen, als Konkurrenzkampf. Und Menschen sind gern bereit, sich dabei zu unterstützen, von Natur aus. Und, was ich auch noch anbringen wollte, die Bedürfnisohren sind besser geeignet als die Schuldohren in der zwischenmenschlichen Kommunikation, wenn Gewalt ins Spiel kommt. Und diese vier Stützkrücken können uns helfen, dass wir da zum Ziel kommen. Und das Ziel ist eigentlich, dass Beziehung wieder gelingt. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.